Hallo, hallo. Ich bin's wieder mit meinem Freilerner-Talk. Moment, ich habe hier, Moment mal, auch nochmal neu. Ach, ich wollte das eigentlich anders haben. Und jetzt ist es doch ein bisschen anders. Nun ja, die Technik. Ich habe es heute ein bisschen anders als sonst. Jetzt bin ich aber da. Herzlich willkommen zu meinem Freilerner-Talk. Die Manuela, die heute mein Gast ist, ist auch schon gleich da. Kleinen Moment, ich komme gleich dazu. So schön, dass du wieder zuschaust. Da ist sie auch schon, die Manuela. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ich freue mich auch voll dabei zu sein. Ja, dass wir uns endlich wieder mal hören und sehen. Wir haben immer wieder Kontakt gehabt in der Zwischenzeit. Wir kennen uns auch schon seit 6 Jahren, glaube ich. Ja, genau. Aber natürlich haben wir nicht so regelmäßigen Kontakt. Das heißt, ich bin jetzt auch schon gespannt, was du mir und uns allen hier zu erzählen hast. Für alle, die die Freilerner-Talks vielleicht noch nicht kennen, ich mache diese Talks einmal in der Woche hier auf meinem Instagram-Account. Immer zu unterschiedlichen Zeiten. Das kommt einfach immer darauf an, meistens sind sie ja Mamas, die anderen Gesprächspartner, wenn wir einfach gemeinsam Zeit finden dafür. Und meine Absicht, meine Motivation, das zu tun, also diese Freilerner-Talks sind deshalb ins Leben gekommen, weil es mir einfach wichtig ist zu zeigen, dass es erstens mal diese Möglichkeit gibt, seine Kinder aufwachsen zu lassen ohne Schule. Und zweitens, dass das dann nicht diese eine Möglichkeit ist, dieser eine Weg ist, da dieser eine Fahrplan, den dann alle machen, sondern dass, wenn wir da wirklich dieses System verlassen, so wie wir es kennen von Schule, dass dann so viele Möglichkeiten da sind und da jede Familie ihren ganz individuellen und eigenen Weg gehen kann und es auch tut. Und da macht es mir einfach super Spaß, da diese Einblicke zu gönnen in die individuellen Situationen von Familien, wie sie sich da ihr Leben damit gestalten. Und heute freue ich mich total, liebe Manu, dass du da bist. Vielleicht magst du dich selber mal ganz kurz vorstellen. Na klar, voll gern. Ja, ich bin die Manuela. Ich bin 31, ich muss mal kurz überlegen. Genau, 31 Jahre. Bin verheiratet mit meinem Mann, mit dem Manuel. Und wir haben zusammen 3 Kinder. Die Lucy, die ist 8, der Aaron, der ist 4 und die Amina ist die Kleine, die ist auf Zypern auch geboren, die ist jetzt 2. Und genau, sind jetzt seit 3 Jahren auf Zypern, werden aber in 10 Tagen Zypern verlassen, also wir sind voll im Umbruch hier gerade. Und genau, also das war jetzt mal ganz kurz so zu mir. Also wir haben die Kinder bisher in keiner Einrichtung gehabt, also keine, weder Kindergarten noch irgendwie Schule. Und uns ist eben einfach wichtig, dass sie das anders halt lernen. Wir waren ganz normal in der Schule, im Kindergarten, wie man das so aus unserer Zeit noch kennt. Genau. Aber haben uns halt entschieden, dass wir das anders machen wollen. Warum? Wie ist das gekommen? Ich meine, das ist ja nicht etwas, was man so üblicherweise nachdenkt. Meistens, also gerade in meiner Erfahrung, das kommt auch in diesen Gesprächen immer wieder so raus, dieser Gedanke, diese Idee, nicht mit Schule sein Familienleben mit Kindern zu gestalten, das ist ja gar nicht so naheliegend. Ne? Wir kennen es ja alle, wir haben es alle erfahren, alle machen es. Darüber nachzudenken, da braucht es meistens irgendeinen Anlass. Was war das bei dir oder bei euch? Das ist eine gute Frage, ich überlege gerade. also es ist jetzt so, dass ich jetzt Schule, also ich weiß von mir, ich war ziemlich gut in der Schule, es ist jetzt nicht so, dass ich das immer voll schlimm fand. Also von dem her kommt es nicht. Ich weiß es gar nicht, wie das bei uns kam. Es war irgendwie, ich war schon immer ein wenig anders. Also wir sind schon immer eher andere Wege gegangen. Und mit der Geburt von der Lucy, also unsere Älteste, da bin ich so, also ich war total unterfordert, als sie geboren wurde, weil mein ganzes anderes Leben weg war. Und ich war total überfordert mit dem Mama-Sein. Und da ging dann dieser komplette Switch los, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, wie können wir das machen. Also da ging so unser innerer Weg los. Und da, also von meinem Gefühl her, hängt es damit zusammen, dass wir uns da entschieden haben, das eben einfach ganz anders zu machen. Und was war das ja damals? Was habt ihr da anders gemacht noch in Babyzeiten? Also sie ist ganz normal auf die Welt gekommen, die Lucy, in einem Krankenhaus und die Geburt war recht schwer. Und mir ging es dann einfach überhaupt gar nicht gut damit, also körperlich gar nicht. Und ich fand es überhaupt nicht gut, dass ich den ganzen Tag allein war, also dass der Manuel weg war.
Das war nicht unser Bild, das wir von Familie, also das war nicht mein Bild, das ich von Familie hatte. Und dann war ich eben total überfordert mit der Lucy, weil die hat auch viel geweint. Und habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass der Manuel nach Hause kommt und dass wir irgendwie, dass ich ihm die Lucy geben kann, weil ich einfach allein fand ich es einfach echt anstrengend mit ihr. Und nach 1,5 Jahren oder so kam dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich was ändern, weil es mir dann echt nichts mehr gut ging, auch mental nichts mehr. Und dann hat er 13 Monate Elternzeit beantragt. Und das war dann so mehr unser Bild von Familie, dass auch der Mann mit da ist, weil da ging das dann so los, dass wir gesagt haben, es ist nicht schön, dass es mir schlecht geht, ich daheim bin, ich immer nur warte, dass der Manuel von der Arbeit kommt, wir so als Paar auch so zerrissen eigentlich sind, er da, ich da und dann am Abend zusammen. Und genau, und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass eben der Manuel mit dabei ist. Und dann haben wir angefangen, sind wir gereist. Und dann haben wir aber gemerkt, das bringt nichts, wir müssen in uns arbeiten. Das bringt jetzt nichts, wenn wir einfach nur woanders hingehen. Und so ging das dann los, dass wir uns halt anders informiert haben. Wir haben halt auch, was auch ein Teil von unserem Weg war, war, dass wir halt die Lucy auch nicht so, wir haben sie nicht impfen lassen, dann haben wir sie nicht in diese, in Kindergarten eben nicht, weil sie eben ganz viel bei mir sein wollte. Dann wollte sie, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dann haben wir halt da angefangen, anders zu denken, auch in Bezug auf Gesundheit und Medizin, halt mehr die alternativen Sachen. Also dann ging Ernährung los. Also das ging eigentlich, das ist auch so komplett eingeschlagen und wir haben halt alles angefangen zu überdenken und dann eben auch das Schulsystem. So ging das eben. Das war nicht nur einmal, das war eigentlich das ganze Leben von uns hat sich verändert. Das klingt jetzt alles aber so, wie du das jetzt so erzählst, das klingt so einfach, ne? Dann haben wir das halt verändert und dann sind wir halt losgezogen und dann haben wir halt gereist und dann sind wir halt doch nicht. Ich meine, das erfordert ja ganz viel im Hintergrund, ne? Also allein die praktischen Dinge, ne? Also wie finanziert man sich das, wenn der Mann dann plötzlich den Beruf aufhört, das Arbeiten aufhört? Also wie kann man sich dann als Familie weiter ernähren? Noch dazu, wenn man dann vielleicht noch reist oder so. Gib uns da vielleicht ein paar Einblicke, bitte. Klar, also ich habe, als ich noch gearbeitet habe, habe ich gut verdient und hatte recht wenig Ausgaben. Also wir hatten viel Erspartes, das wir da nutzen konnten in der Zeit auch. Und wir konnten, also ich bin ja in Elternzeit gegangen und dann habe ich da ja auch vom Staat noch eine Hilfe bekommen damals bei der Lucy. Und der Manuel, als er in Elternzeit gegangen ist, hat er da noch Elterngeld? Nee, der hat kein Elterngeld mehr gekriegt, weil das kriegt ja nur einer ein Jahr lang. Genau, also das habe ich gekriegt gehabt. Und beim Aaron, der ist ja dann 2018 geboren, also 4 Jahre später, da ist dann der Manuel in Elternzeit auch wieder gegangen, weil da zwischendurch sind wir gereist, da war der Manuel komplett zu Hause, da haben wir von Ersparten gelebt. Und halt Kindergeld haben wir natürlich trotzdem bekommen, weil wir waren noch in Deutschland gemeldet. Genau. Und dann, als der Aaron geboren war, 4 Jahre später, da ist dann der Manuel in Elternzeit gegangen, weil ich war ja durchgehend bei den Kindern zu Hause. Und dann hat er wieder Elterngeld bekommen. Also wir haben so also Kindergeld, solange wir in Deutschland gemeldet waren. Und wir waren ja auch also in Deutschland gelebt, außer wenn wir reisend waren. Und Elterngeld, Erspartes. Und jetzt mittlerweile ist es auch so, dass wir passive Einkommensströme haben. Also du kennst das ja, glaube ich, Irene. Genau, also das ist einfach, unser Geld arbeitet für uns. Also das sind jetzt so verschiedene, das ist nicht nur das, aber das sind so die Haupt, das ist, ja, genau. Weil ich das auch persönlich nicht weiß, was hast du denn vor deinen Kindern gearbeitet? Ich habe im Büro gearbeitet. Ah, okay. Genau, ja. Also damals eben in einer Automobilzuliefererfirma. Und das war halt so, das waren richtig gut bezahlte Jobs da. Deswegen konnte ich da auch viel sparen. Und der Manuel hat im gleichen Betrieb gearbeitet, aber also am Schluss war er Messfacharbeiter, also so der technische Bereich. Und wir haben beide damit gut verdient. Deswegen konnten wir auch, der Manuel hat dann immer, also als wir dann. Kurz, also Lucy ist geboren, dann war er länger in Elternzeit, dann ist er wieder auf die Arbeit, als der Aaron geboren ist. Und dann hat er aber immer Stunden reduziert. Also eigentlich haben wir da eine 35-Stunden-Woche, dann waren es mal 30, dann waren es mal 20 Stunden. Also er ist immer weiter runtergegangen. Aber das Gehalt war immer noch so hoch, auch bei 20 Stunden, dass wir davon leben konnten. Also ohne jetzt von Erspartem Gebrauch zu machen. Das ist natürlich eine super Ausgangssituation. Ja, das stimmt. Ja, super.
Ja, ich finde das trotzdem immer schön, wenn wir da auch diese Einblicke haben. Also jeder hat Klar. andere Situationen. Und für jemanden, der sich mit diesem Thema noch gar nie auseinandergesetzt hat, das klingt dann immer irgendwie so, na ja, aber wie soll ich das machen? Bei mir geht das ja nicht. Und deshalb ist es ja auch so schön, hier diese Einblicke eben von ganz vielen Familien zu haben, wo die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich waren. Und manche haben es halt in einer bestimmten Weise vielleicht ein bisschen begünstigter und andere haben aber und dafür in anderen Herausforderungen und das schwankt so. Und eigentlich das Schöne, was ich ja auch zeigen will, ist, wenn man irgendwann spürt, dass das ein Weg ist, den man einschlagen will, dass das wichtig ist, dass man da diese Werte vertreten will für seine Familie, dann findet sich immer ein Weg, Ja, egal wie die genau. Ausgangsposition ist. Und es ist auch immer sehr wohl auch ein bisschen ein steiniger Weg oder jedenfalls immer mit Hürden da, weil es ja ganz viel um die innere Arbeit geht. Und da schaut es vielleicht im Außen dann manchmal leicht aus, aber im Inneren ist da schon immer auch viel Kampf oder Schmerz oder Widerstand oder was auch immer da die eigenen starken Prägungen sind. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich gesagt habe, oh, und die, die alle online arbeiten, die haben es so leicht, weil die ihre Arbeit mitnehmen können und das hatten wir ja nicht. Und weißt du, dass ich das auch manchmal so gedacht habe, so, oh, wir haben es da echt nicht so leicht. Klar, ne? Also das ist dann mein Gedanke gewesen in Bezug auf die anderen, die es ja so leicht haben. Ja, genau. Okay, also da hat also ich fasse das jetzt mal zusammen, diese Unzufriedenheit mit diesem traditionellen Kleinfamilienkonzept, das hat bei dir und euch den Stein ins Rollen gebracht für ganz, ganz viele Dinge, die dann irgendwie nichts blieb dann quasi unberührt, ne? Genau. Und ich meine, gerade was schulfrei betrifft, ich meine, da hat man ja eh 6 Jahre Zeit, in Deutschland ja auch, oder? Erst mit 6 beginnt die Schulpflicht. Das heißt, da ist ja viel noch vorher was passiert. Also, genau. Und deine Große ist jetzt 8, hast du gesagt, gell? Genau, ja. Genau, also jetzt seid ihr ja mittendrin in diesem Thema mit schulfrei. Genau. Also wie das dann näher gekommen ist, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also wir haben dann gewusst, als die Lucy 3 oder 4 war, also wir geben sie auf keinen Fall in die Schule, also in dieses normale Schulsystem. Es war dann immer so die Überlegung, weil es gibt ja Waldorf und es gibt Montessori, so andere Systeme, also ne, so andere Bildungssysteme. Oder auch ganz freie Schulen kamen da schon ganz langsam. Aber da war uns auch, dann hätten wir da immer fahren müssen. Und irgendwie es hat uns einfach nicht gezogen. Und wir sind dann 2020 nach Zypern, weil wir hier eigentlich mal hinkommen wollten, um uns umzuschauen und um Freunde zu treffen. Und da war die Lucy dann 4. Ja, genau, da war sie 4. Und da war dann, also da wurde dann unser Flug gecancelt und dann ist Jamina ja hier auch geboren und so. Also das war dann diese ganze Zeit, wo es dann losging mit den ganzen Beschränkungen und so. Und dann sind wir ungeplant auf Zypern geblieben und dann hat sich das einfach so ergeben. Und dann waren wir einfach da und dann wäre irgendwann die Schulpflicht kommen und dann haben wir aber ja gesagt, wir leben hier und so. Also das ist dann einfach passiert. Also uns wurde da irgendwie geholfen, energetisch, dass wir halt nicht nochmal zurück nach Deutschland gehen, weil wir hätten sowieso, wir hätten aus Deutschland rausgemüsst. So wie wir es halt damals gedacht haben. Ich weiß, es gibt auch in Deutschland, glaube ich, Möglichkeiten, aber für uns war klar, wir gehen aus Deutschland raus, wenn Wegen die der Schulpflicht, Schulpflicht. genau, wenn die Schulpflicht kommt, das war unser Hauptauswandergrund. Und genau, und dann sind wir halt einfach auf Zypern geblieben, dann sind wir gar nichts mehr erst wieder zurückgegangen und das war jetzt, ja genau, ist jetzt 3 Jahre her. Dreieinhalb schon, ne, drei sind es. Gibt es da viele deutsche Familien auf Zypern, Gibt einige, die das ja. so machen, die auch aufgrund der Schulpflicht oder? Ja, genau. Also es gibt 2 Gründe, hierher auszuwandern. Das eine ist wegen den Steuern, also viele, die Unternehmen haben, die kommen hierher. Und dann eben deswegen der Schule. Weil es ist hier auch leichter möglich. Bei den Einwanderern sind die Zyprioten da wegen kulanter, weil also es gibt eine Schulpflicht auf Zypern, also das gibt es hier. Aber wenn du einwanderst und auch sagst, dass zum Beispiel du halt auf Reisen bist aufgrund deiner Firma oder was auch immer und sagst, du unterrichtest online und dann passt das. Also, ne, du kannst es sagen, ich unterrichte online, also und dann sagen die, das passt und dann kannst du es ja trotzdem wieder machen, wie du möchtest. Also gibt hier aber wirklich viele, die wirklich entweder Homeschooling machen oder halt frei lernen. Das ist ja das eine so, das andere so. Und hast du da auch zu, also ich nehme mal, also ich weiß ja, Zypern ist ja nicht nur für deutsche und für deutschsprachige Menschen interessant, also gerade dieses Steuerthema.
Ich weiß ja auch, das sind viele Engländer und was weiß ich von allen Nationen hier. Also dort, nicht hier, ich bin ja nicht auf Zypern. Ich bin schon so mit dir im Gespräch, dass ich mich auch schon fühle, als ob ich in Zypern wäre. wo wollte ich jetzt hin mit dieser Frage? Ich glaube, nicht nur die Deutschen, sondern auch andere irgendwie. Genau, wie ist denn das so? Wie ist denn da dein Eindruck? Dieses Schulfrei, dieses Freilernen, wir können ja auch dann nochmal auf die Begriffe eingehen, wie du das definierst. Ist das etwas, was eher nur die Deutschsprachigen machen oder machen das auch andere Nationen? Oder wie ist denn da dein Eindruck auf Zypern? Also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt mit anderen sprachigen Eltern, mit Kindern in dem Alter nicht so viel zu tun, aber eher dann weiß ich es von den Deutschen. Also es sind schon viele Deutsche, die das hier machen. Ob das die anderen tatsächlich auch viel machen, das weiß ich leider gar nicht. Kann ich nichts dazu sagen, weil ich kenne da eher die Älteren, die dann eher schon wieder die Enkel haben Ah von den ja, Engländern oder so. Ja. okay, Genau. verstehe. Und jetzt magst du uns vielleicht auch ein bisschen einen Einblick geben, wie läuft so, das ist ja auch so eine oft so eine Frage, ne? Wenn man jetzt irgendwie aus diesem Denken, mit diesem Denken noch ganz stark verhaftet ist, wie halt Schule funktioniert und man will jetzt wissen, wie es anders ist. Also wie läuft denn da so der Alltag ab? Bei Gerade mit uns, ne? eurer Ältesten, genau bei euch. Wie gestaltet ihr das? Gibt es Lernzeiten und so weiter? Wie ist da dein Zugang dazu? Also es ist tatsächlich sehr frei im Moment, weil wir sind da auch immer am Überlegen und am Verbessern, weil manchmal finden wir dann auch, vielleicht passt es gerade nicht oder so, ne? Also wir sind da auch voll am Lernen, wie wir es gern hätten und auch von der Tagesorganisation. Also wir leben jetzt hier auch so, der Manuel ist da, ich bin da, also es muss keiner auf die Arbeit von uns. Und also wir sind wirklich den ganzen Tag als Familie beieinander oder können das, wenn wir das halt wollen. Und die Lucy, also wir gehen in Bezug aufs Lernen nicht nur darauf ein, wie es jetzt gut wäre, sondern wir schauen uns halt auch unsere Kinder an. Der Aaron ist ganz anders wie die Lucy. Der Aaron, der ist im Moment zum Beispiel hier und zählt bis 200 und hat sich dann überlegt, ach ja, also der ist 4, mit einem Meterstab, dann hat er so einen, die man so rauszieht, ne, diese Dinger da. Ja. Ja, und dann ist er auf die Idee gekommen, oh, da stehen doch die Zahlen drauf, und dann macht er das und er lernt jetzt gerade die Uhr, weil er das voll interessant findet. Also wir arbeiten tatsächlich mit dieser Motivation, was gerade da ist. Wir haben keine festen Lernzeiten, wir haben keine, ja, eigentlich ist bei uns im Moment gerade wirklich gar nichts fest. Das kann sich immer wieder ändern, aber gerade ist es gar nicht fest. Vor allem, weil die Lucy gerade nicht da ist. Sie ist schon in Deutschland bei ihrer Oma. Die war nämlich neulich zu Ah. Besuch. Also die ist jetzt auch. Und das ist auch so schön, dass wir das so frei gestalten können, dass sie jetzt gerade, weil sie sich das wünscht, in Deutschland sein kann. Jetzt schon 3 Wochen und in 10 Tagen kommen wir dann eben dazu. Und genau, also der Aaron, also unsere Denkweise ist, man lernt eigentlich durch Motivation und die Kinder lernen eigentlich eh die ganze Zeit. Und deswegen haben wir jetzt nicht, im Moment nicht solche festen Zeiten, wo wir sagen, du musst jetzt bitte das und das lernen. Die Lucy ist ganz anders wie der Aaron. Die Lucy hat auch einfach oftmals gar keine Lust, lang dran zu bleiben. Wenn sie jetzt zum Beispiel malt oder so oder mit Pferden sich beschäftigt, dann hat sie da Motivation und kann sich konzentrieren und ist voll dabei. Aber Lernen, Lesen und Zahlen und alles, das interessiert sie gerade so gar nicht. Und dann sagen, also, wir haben mal probiert, sie ein wenig zu motivieren dafür, aber da hat sie nicht so Lust drauf. Und da sind wir auch am Überlegen, wie es am besten ist und so uns. Aber jetzt gerade sagt man, nee, wenn die Motivation nicht da ist, dann bringt es nichts. Weil wir glauben schon, dass die Motivation wichtig ist und dass die durch Motivation dann auch wieder kommt. Also dieses Lernen, die kommt auch wieder, die Motivation, denke ich. Und ich weiß, es gibt doch diese Stufen und so. Und ich tausche mich ja auch mit vielen Eltern auch aus, wie sie das machen oder was sie für Erfahrungen haben. Und ja, also es ist sehr offen. Und ich glaube, dass das über Motivation am wichtigsten ist, so wie wir es gerade eben leben. Und wir schauen eben auch, was die Kinder so mitbringen. Also die Lucy ist wirklich jemand, die macht ganz viel, die fängt viel an und hört dann wieder auf. Also wir arbeiten auch so mit den Geburtsdaten und schauen, was da alles, ne, was es gibt. Ich weiß nicht, ob euch Human Design was sagt. Also jetzt nicht voll streng, aber wir finden die Anhaltspunkte voll gut, mal zu schauen, wie ist sie denn, ne, zum Lernen gegenüber? Ist sie jemand, der voll dran bleibt oder jemand, der halt wirklich mal da macht, was jetzt zum Beispiel die Lucy ist? Und deswegen schauen wir eben auch ganz speziell auf jedes Kind.
was halt für das einzelne Kind auch gut ist. Also wir gehen da um mit unterschiedlichen Aspekten ran. Ist das greifbar? Ja, also für mich natürlich schon. Also Zuschauer können natürlich jederzeit Fragen stellen, wenn da irgendwie etwas unklar ist. Das heißt, es ist ja auch gar nicht so wichtig, wann das stattfindet, das Lesen und Schreiben kommt. Oder ist dir vielleicht auch gar nicht wichtig, ob Lesen und Schreiben kommt? Oder wie gehst du damit um? Oder hast du da Ängste dazu? Wie schaut denn das aus, ne? Wenn mit 8 Jahren so ein Schulkind üblicherweise kann das ja schon irgendwie. Ja, genau. Also das ist auch das, was wir jetzt gerade merken, weil jetzt die Zeit losgeht, wo halt die anderen Kinder in dem Alter schreiben und also die lernen das jetzt schon oder können es schon, je nachdem, in welcher Klasse sie gerade schon sind. Und jetzt eben gerade, weil die Lucy auch in Deutschland ist, so gerade aktuell, auch da wird jetzt meine Familie auch mit konfrontiert. Wir jetzt direkt ja noch nicht so, weil wir ja noch hier sind. Also es ist jetzt gerade auch echt wieder, wir sind in einem Lernprozess gerade, weil meine Familie wird mit konfrontiert. Die tragen das natürlich an uns weiter und sprechen mit uns drüber. Und das ist für uns jetzt auch nicht so leicht gerade auch wieder. Es ist einfach wieder ein neuer Wachstumsprozess, weil wir jetzt wieder schauen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wie gehen wir denn jetzt wieder damit um? Und trotzdem, also mir ist es wichtig natürlich, mir ist es wichtig, dass er irgendwann lesen und schreiben kann. Aber mir ist es total egal, wann sie das macht, weil ich im Vertrauen bin, dass wenn sie irgendwann ein Buch lesen will oder wenn sie so einen Willen oder so eine Motivation hat, ein Pferdebuch zu lesen, dass sie sich das auch dann aneignen kann. Also klar, mit Hilfe, wenn sie das möchte. Ne? Also wir können ihr dann auch helfen oder wen auch immer sie als Hilfe haben möchte. Also das glaube ich schon, dass das geht. Aber ich merke, meiner Familie zum Beispiel fällt es gerade nicht so leicht, das so locker zu sehen. Und da bin ich dann, also wir werden immer wieder geprüft, wie entspannt sind wir denn da jetzt wirklich? Und also es ist nicht so, dass uns das kalt lässt. Ne? Es beschäftigt uns natürlich auch, vor allem wenn wir dann halt jetzt auch, wenn wir nach Deutschland gehen, damit, glaube ich, nochmal viel mehr konfrontiert werden, wie jetzt hier in Zypern. Weil hier ist jedem total egal, was wir machen. Also so vom Umkreis her, von den Zyprioten und so. Und ist auch anders, weil wir die Sprache hier, wir sprechen kein Griechisch, wir verstehen ganz wenig nur. Und wenn wir jetzt dann wieder in Deutschland sind und da dann wieder, also ne, mit jedem auch sprechen können, kommst du wieder ganz anders ins Gespräch und so. Und hier ist es tatsächlich im Moment auch so, dass die Leute, mit denen wir zu tun haben, das eher cool finden, was wir machen. Weil das ist jetzt echt wertfrei, aber ich sage immer, dass ich trotzdem hier das schon ein wenig aussortiert ist. In Deutschland hast du halt ganz viele Familien, die noch im System sind und hier kommen ja schon viele her, die anders denken, weswegen auch immer. Und ja, genau, also deswegen ist es hier leichter, sein Ding zu machen, denke ich, wie wenn wir jetzt in Deutschland sind. Also ich bin sehr gespannt, was in Deutschland passiert. Genau. Die Du hast Familie jetzt. befindet sich noch im System, ist da ein Kommentar. Ja, genau, das stimmt. Also die arbeiten ganz normal in dem System. Und das sind wir schon wegen die Außenseiter. Du hast jetzt ganz oft von Motivation gesprochen. Was meinst denn du da? Also motivierst du da die Lucy oder du meinst wahrscheinlich was anderes? Ich Genau. meine Magst du den da noch inneren mal Antrieb von eintauchen? mir. Ja, genau. Also damit meinen wir, dass sie von innen heraus das möchte. Also nicht, dass ich jetzt sage, auf geht's, los. Also nicht so Cheerleader, sondern dass die Lucy von innen raus sagt, oder wenn sie zum Beispiel ja malt oder irgendwas macht, das ist ja aufgrund ihrer inneren Freude oder aufgrund ihrem inneren Antrieb. Sie malt jetzt, weil sie Lust drauf hat. Also diese Lust, diese Motivation, da was zu machen. Und aufgrund dessen macht ja auch der Aaron, der schaut sich die Zahlen an oder schaut die Uhr an. Dann hat er mich eben gefragt, wann hast du denn deinen Call heute? Ich gesagt, ja, um 11 und, ah ja, wenn der Zeiger noch einmal rum ist und so, also der arbeitet dann mit der Uhr, das ist diese Motivation aus ihnen heraus. Und das meine ich damit, dass das uns so wichtig ist, dass das aus ihnen entsteht und nicht wir sagen, jetzt ist 12 Uhr und du musst jetzt Mathematik machen oder irgendwie so. Und zwar warum? Warum ist dir das so wichtig? Weil ich finde, dass es viel, also ich weiß es von mir, wenn ich Lust auf was habe, kann ich viel leichter lernen, es geht viel schneller, ich verstehe es viel mehr und also es ist einfach viel leichter, weil ich will, weil ich nicht gezwungen wäre, weil es aus einem Kann und nicht aus einem Muss raus ist. Und was sind bei dir jetzt so als Erwachsene und dreifache Mama und Ehepartnerin, was ist denn da, was machst du, ich meine, da. Das, was ich jetzt schon aufgezählt habe, das ist ja schon viel, was ja den Tag, viel Zeit am Tag beansprucht. Aber ich nehme mal an, da gibt es ja auch noch mehr, dass wirklich nur du die Manu bist. Was ist denn das,
wo deine intrinsische Motivation rauskommt, was du, lebst du das oder wie gehst du mit dem um? Ja, also Musik, ich bin Sängerin und schreibe auch, wir haben eine eigene Band mit meinem Mann zusammen, haben wir eine Band, Color In, und wir schreiben eigene Songs. Also das ist was, wo, ne, die Songtexte empfangen, die Melodien, dann Musikalbum aufnehmen, singen, also das ist voll meins. Und wir begleiten auch Menschen, also der Manuel macht jetzt gerade auch im März, fängt er an, Männer-März zu machen. Ich begleite auch Menschen einfach, wo sie halt Begleitung möchten. Also dieses, ich nenne es nicht so gern coachen, ich nenne es lieber begleiten. Das finde ich viel schöner, fühlt sich für mich stimmiger an. Das sind meine Sachen. Und ich bin auch unglaublich gerne in der Natur, das kann ich aber auch gerne mit den Kindern kombinieren. Das muss jetzt nicht nur für mich allein sein. Aber wir merken auch, der Manuel und ich, jetzt so in unserem Familienalltag, dass es echt wichtig ist, dass wir Zeiten für uns allein haben. Weil wir ja wirklich die ganze Zeit beieinander sind und auch immer die Kinder bei uns sind, jetzt vor allem auch in Zypern. Da war keine Oma und kein Opa da. Also wir hatten wirklich, ja, wir hatten wirklich dieses immer Zusammensein. Und dann war klar, man, die Lucy bei einer Freundin oder so, aber vom Grundkern her, ne, was wirklich, wir immer beieinander, und da ist es so wichtig, dass wir uns Zeit für uns allein nehmen. Also wirklich ich ganz allein für mich, der Manu ganz allein für sich und dann auch mal einzeln mit Kindern und so. Also da ist es, das merken wir, wenn wir das nicht machen, dann wird es unrund. Und du So. meinst jetzt allein als Paar oder wirklich allein du als Manu und er als Manu? Genau, Für ganz alle, die allein es noch für mich. nicht mitbekommen haben, ihr heißt beide als Manuel und Manuela, was ich ja wunderschön Genau. finde. Ja, also es geht wirklich um ganz allein für sich. Natürlich ist die Paarzeit auch wichtig, aber das können wir auch gerne, also das machen wir am Abend, haben wir das öfter. Also fast jeden Abend, außer wenn jetzt jemand einschläft. Aber diese ganz allein Zeit, die habe ich gerne am Tag für mich und der Manuel auch lieber am Tag. Und dass wir halt da wirklich eher mal, im Moment machen wir es zweimal die Woche, ist ein paar Stunden für sich und ich dann mal ein paar Stunden für mich. Also es fühlen wir, dass das ganz wichtig ist, weil das ist das, wo bei mir auch oft dann gab es mal eine Zeit, dann fand ich das halt so wichtig, dass ich bei den Kindern bin. Klar, wenn sie klein sind, ist es ja was ganz anderes, so ein Baby noch. Aber jetzt ist die Jamina ja auch 2,5 und jetzt ist es auch leichter, ne, dass ich mich rausnehme und dass, ja, dass ich mich nicht. War auch mal so ein Ding von mir, dass ich halt die ganze Zeit bei den Kindern war und dann mich gar nichts mehr wahrgenommen habe oder gespürt habe, und dass das einfach wieder wichtig ist für mich. Ja, das ist wichtig. Genau. Ja. Ja, und wenn du dann sagst, okay, lesen und schreiben ist dir wichtig, egal wann es passiert, oder es ist dir eben nicht wichtig, wann es passiert, und du vertraust darauf, was sind denn noch, hast du dann noch so Themen, wo du das Gefühl hast, das ist schon wichtig, dass deine Kinder lernen, so inhaltlich? Also inhaltlich ist bei mir gerade gar nichts. Also das kann sich, wie gesagt, das kann sich auch ändern. Aber da glaube ich tatsächlich von inhaltlich, dass sie sich das nehmen, was für ihr Leben wichtig ist. Also wir glauben auch, dass jedes Kind mit einem bestimmten, also alle Kinder mit einem Auftrag oder mit einer Aufgabe auf die Erde kommen und jeder so sein Talent auch mitbringt. Und bei der Lucy oder sehen wir und spüren wir, dass sie so diesen ganz engen Bezug zu Tieren auch hat. Und wir haben eine Freundin, die selbst einen ganz engen Bezug zu Tieren hat, und sagt, ja, die hat es voll zu den Pferden. Das interessiert einen Aaron nicht, ne? Also, das ist der Lucy ihr Part, und das ist ein Teil ihres Inhalts sozusagen. Und der Aaron, der liebt Kochen zum Beispiel, das findet die Lucy voll langweilig. Und der Aaron steht dann voll oft mit uns in der Küche und dann kocht er mit, und er findet das mega schön. Und das ist einer von seinen Inhalten. Also in Bezug auf Inhalt glaube ich, dass sie sich einfach genau das suchen, was für sie wichtig ist in ihrem Leben. Aber so diese Grunddinge, dass sie halt überhaupt irgendwie klarkommen, also klarkommen in unserer Welt, weil wir sind ja trotzdem auch in der Welt unterwegs, und da ist Lesen, Schreiben, Rechnen, die Uhr. Also die Uhr, und das sind jetzt so die Sachen, die halt jetzt gerade so in meinem Kopf sind. Das ist schon wichtig, finde ich. Und ja, das finde ich, das sollten sie irgendwann können. Also dieses Wann ist eben recht frei, aber bevor sie aus dem Haus sind, sage ich jetzt nur so. Verstehe. Ja. Na, und wenn da jetzt, vielleicht kommen wir nochmal zurück. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das für viele ganz relevant ist. Ne? Also, wie du es angesprochen hast,
Jetzt ist die Lucy in Deutschland und deine Familie ist jetzt konfrontiert mit diesen Dingen, wie ihr es anders macht. Und man sieht da jetzt, so wie wir es ja auch alle geprägt sind, haben wir ja auch ganz schnell den Blick auf das Defizit. Ne? Jetzt wird ja da das Defizit gesehen. Genau. Und vor allem werden ja, das kenne ich ja auch so stark, auch von mir, also nicht nur von meinem Umfeld, selbst von mir, obwohl ich mich schon so lange mit diesem Thema beschäftige, die haben ja so stark geprägt, dass ja Lernen und gebildet sein ja mit diesen Schulfächern zu tun hat, die wir kennen. Also dass Ja. zum Beispiel ein guter Zugang zu einem Pferd ist ja nicht relevant in diesem Zusammenhang. Ja, genau. Genau. Wie Ja. sprichst du da dann mit deinen Eltern? Ich nehme an, das sind Eltern oder Schwiegereltern oder Ja, genau, verstehen die Eltern. das dann Ja. oder wie Also geht da bin das? ich jetzt gespannt, wie es wird, weil in Bezug auf das Lernen hatten wir jetzt die letzten Jahre keine Angriffsflächen miteinander. Also wir haben da recht wenig gesprochen, weil sie waren ja, wenn sie da waren, dann war das wie Urlaub. Also, ne, dann waren sie zu Urlaub da und dann war der Tag ja eh anders. Und da hatten wir nicht so viel Punkte, um irgendwie aneinander zu kommen. Weil, ja, weil wir einfach ganz anders halt gelebt haben und weil sie das auch nicht wirklich mitbekommen haben, wie wir das gestalten. Und jetzt sehen sie es halt, klar, weil die Lucy eben jetzt gerade in Deutschland schon ist. Und ja, also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich kann es noch nicht sagen, aber genau, das ist eben das, man hat so dieses, also viele haben einfach dieses Schulding im Kopf und zum Beispiel dieser Heimat- und Sachunterricht heißt es, glaube ich, in der Schule, in der Grundschule noch, also so mit Natur ist es ja, das ist für mich, weißt du, wenn wir draußen sind, dann ist das dieses Fach sozusagen, dann sind wir in der Natur, die Jamina, die schnuppert an jeder Blume, also das ist für mich viel geiler, wie wenn du das in einem Klassenzimmer lernst, das ist für mich viel authentischer oder dann fahren wir mit mein Papa, der hat einen Bulldog und dann fährt er auch noch mit ihm Bulldog. Das ist doch viel cooler, mit einem Bulldog irgendwie durch die Felder zu fahren. Also wir haben jetzt keine Felder, aber an den Feldern vorbeizufahren oder so und nicht zu sagen, das ist das oder im Wald zu laufen, das ist der Baum. Das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Also dann wirklich live die Sachen zu erklären. Klar, und das mit dem Pferd, das gibt es. Also so Beziehungen, Verbindungen. Ich meine eh, dass in der Schule. Also, wie darf ich das jetzt sagen? Ist ja meine Meinung. Also, ich glaube, in der Schule wird man darauf vorbereitet, ein gutes Arbeitstier zu sein. Und dann hast du halt diese Sachen, du bekommst gelernt, du bekommst gedacht, du sollst nicht so viel selber denken. Das ist jetzt sehr provokant gesagt. Aber das ist eben all das, was uns an der Schule eben auch nicht gefällt. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, und das eben, diese Sachen, genau, das. Wenn man diese ganzen Systemdiener, ja genau, wenn man diese ganzen Sachen, die wollen wir nicht und auch zum Beispiel Geschichtsunterricht sind, finde ich sehr fraglich. Ich habe ganz andere Meinungen über die Geschichte, über das alles. Also Geschichte, finde ich, sollte, so wie man das gelernt kriegt, glaube ich das gar nicht, weil man sagt ja auch, die Sieger schreiben die Geschichte, die schreiben die Geschichte. Also, und das würde ich jetzt sagen, ich lerne meinen Kindern ganz andere Sachen über Geschichte. Auch über Erdkunde ist, finde ich, sehr fraglich. Kennen wir wirklich alles, was da so uns gelernt wird und so? Also, und das finde ich dann ganz gut, dass sie da nicht in diesen normalen Fächern sind, sondern dass wir ihnen da Sachen sagen können. Und ich sage auch immer dazu, und letztlich weiß ich es auch nicht. Ich weiß bestimmte Sachen aus der Schule, die mir gelernt wurden. Ich weiß bestimmte Sachen durch meine eigenen Recherchen. Und was aber tatsächlich die große Wahrheit ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ja, und das halt einfach freier zu lassen, nicht zu sagen, genau so ist es, sondern das ist das, was ich weiß. Aber du bist voll frei, selbst es zu machen. Oder der Aaron zum Beispiel, der hat so heilerische Fähigkeiten. Im Moment arbeitet er mit Kristallen in sich und erzählt mir, wie die Kristalle sind und verteilt die heilerisch an Menschen oder auch an die Umgebung oder so. Und das kriegst du in der Schule auch nicht gelernt. Aber das ist das, das ist eins von seinen Themen. Und das finde ich so wertvoll. Also, upsala, Entschuldigung, jetzt ist das Handy umgefallen. also, um das einfach nochmal, kann gern kurz eine Situation erzählen. Da war unsere Gerne. Kleine, die hatte eine Peppe und die war wirklich, also ich war schon überrascht, dass sie überhaupt eine Peppe hatte und die war richtig groß und hat auch so geeidert. Und dann irgendwann hat der Aaron halt von den Kristallen angefangen zu erzählen, wie die halt auch ausschauen. Innen drinnen sind sie türkis und außen dran Gold. Das Gold sieht man aber nicht, weil es ist wie das Licht, das strahlt. Also da hat mir das genau erklärt und dann habe ich gefragt, hast du Lust, der Jamina einzugeben? Und die hat noch richtig, ja, so Aber geeidert. das sind materielle gewesen oder hat er sich die vorgestellt? Die stellt er sich vor. Ich stelle Die das sich. sind, er sagt, die sind in ihm drinnen und
Er arbeitet, er hat dann noch zum Haus gesagt, das Haus muss sich kurz öffnen, dass sie raus können, weil die mussten raus. Er hatte den Auftrag bekommen, die müssen in die Welt und so. Also der arbeitet auf ganz anderen Ebenen. Oder halt nicht wie wir es halt kennen. Und das war dann so schön, weil dann war die Bebe über Nacht, war alles weg, es war nur noch rot. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also für mich hat das nicht sein können. Ich habe natürlich wegen mit so ein paar Mittelchen mitgearbeitet, aber. Na, diese Fähigkeit, und ich unterstütze ihn halt dann in der Fähigkeit, oder der hängt sich auch in sämtliche Felder rein, was der mir alles channelt, also was der mir alles erzählt von den Feldern, die hier überall sind. Das ist so interessant. Und das fördern wir. Und das ist so dieses, das sind diese Talente, die sie mitbringen, oder dieses Wissen. Und das ist das, weil wir auch als Überschrift Lernen ist Erinnern haben. Ich glaube, dass das, dass wir uns eigentlich, wenn wir, dass wir uns eigentlich nur erinnern müssen, wie es geht. Ich glaube auch, dass wenn jemand echt connected ist und jetzt wieder Aaron, der hat so ein Zahlenverständnis und so, der erinnert sich in einer gewissen Art und Weise an Sachen aus, entweder aus alten Leben oder einfach halt von der Seele oder von seinem Geist her. Und dann, ja, dann bringt er das einfach runter. Der muss das gar nicht erlernen, sondern er erinnert sich eigentlich. Also so glaube ich, ist auch, wenn wir jetzt noch weiter aufsteigen zum Beispiel, dann wird es auch so wieder funktionieren, dass die Kinder sich einfach nur erinnern und das einfach auch können und dass es nur darum geht, sie zu begleiten, sich wieder zu erinnern. Und das finde ich so schön, wenn man dann so lernt. Und ich sehe das auch in so großen, dass die ganz Alten mit den Kindern wieder zu tun haben, die auch wirklich voll dafür brennen und gemacht sind. Also in so Gemeinschaften und so. Also ich habe da so schöne Visionen und Bilder im Kopf, wie das glaube ich auch echt, das wird bald wieder kommen. Sehr schön. Also du erinnerst dich auch. Stimmt, ja. Sehr. Also wenn du magst, hast du gern da so ein paar Erinnerungen oder Visionen oder wie man es sagt, wie man es auch benennen will, auch gerne teilen. Wie stellst du es dir vor, dass es sein wird bald? Also ich glaube, dass zum einen die, man sagt ja auch die alten Weisen, also die Alten sind ja auch sehr weise, dass die Kinder wirklich von den alten Weisen lernen, auch dass die alten Menschen nichts mehr irgendwo ausgegrenzt werden, weil, also meine Visionen hängen auch irgendwie mit, ich nenne sie mal nicht Verschwörungstheorie zusammen, aber ich sage immer die Wahrheitsfinder. Also das hängt noch mit zusammen, was gerade alles eigentlich zerstört wird in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Da wird ja sehr viel gearbeitet, das ist nicht so harmonisch oder harmonisiert ist. Also zum Beispiel, dass viele ältere Menschen auch in diese Pflegeheime und so kommen. Das ist für mich alles nicht natürlich. Für mich sind eigentlich die älteren Menschen auch die, die wirklich so auch die Ahnen und die, ja, also das zu ehren eigentlich auch und zu respektieren und dass die wieder total mit in den Kreis auch reingenommen werden und dass man von denen lernen kann. Weil von denen kann man lernen und richtig viel sogar auch. Und dass das wieder zusammenkommt und es gibt so, jeder hat so seine Talente und dann gibt es vielleicht einen Menschen, es müssen jetzt nicht nur alte sein, aber zum Beispiel einen Menschen, der kann richtig gut Pflanzen anbauen und dann lernen die Kinder von dem das. Und dann gibt es einen, der kann gut mit Holz umgehen, dann gehen die Kinder dahin, die halt Lust dazu haben. Er macht das sowieso oder sie, also der Erwachsene, machen das sowieso, weil sie es halt mögen und dann kann da einfach der Austausch entstehen und dass das so. Weil das den Erwachsenen Spaß macht oder den alten Menschen Spaß macht. Und dann ist es einfach so zusammen. Oder ich sehe das auch so abend am Lagerfeuer, dann wird wegen Musik gemacht und dann werden irgendwelche schönen Geschichten erzählt und so. Also neulich zum Beispiel war eine Freundin da. Also das ist jetzt die kleine Version davon, da waren wir hier am Feuer gesessen und dann hat sie uns von der Nahtoderfahrung erzählt. Und das ist so kostbar, finde ich, solche Sachen miteinander zu teilen. Und wir haben das im Kleinen schon. Also man darf ja auch sehen, was man schon hat, ne? Dass man sich mit den Menschen dann trifft und das zusammenkommt. Aber ich glaube, dass das noch viel größer sein darf und dass immer mehr da dazu kommen dürfen. Also es muss nicht riesig sein, weil ich glaube, es ist wichtig, dass es trotzdem einfach mehrere kleine Gemeinschaften sind, weil wenn es zu groß ist, dann ist es, glaube ich, auch irgendwie nichts mehr so, so gut. Ich sehe das aber einfach auch wirklich, dass es aus dem Kleinen draus entsteht und jetzt zum Beispiel auch in Deutschland kleine Gemeinschaften überall entstehen und dass das aus denen entsteht. Also ich glaube, ne, dass das wie aus dem Innen raus, dass wir uns aus dem Innen raus entwickeln, entwickeln sich jetzt kleine Gemeinschaften, wo das anfängt so zu sein und wo ja, wo das einfach wieder menschlicher, menschenwürdiger alles wird.
Menschlicher und menschenwürdiger. Was sind denn da so deine Werte überhaupt? Also in Bezug auf das Freilernen oder das Begleiten ins Leben, so wie ich das jetzt von dir verstanden habe, aber auch überhaupt für dich als Frau, als Mutter oder für euch als Familie. Was sind denn da so diese Werte, die du das Gefühl hast, würdest du so machen, wie es du es von dir kennst und wie es viele machen? Dann einfach keinen Platz haben könnten. Ja, also die Werte. Was ich halt einfach finde, ist es wichtig, dass jedes in, also alles, dass man das Individuum anschaut. Na, es gibt ja auch das Grundgesetz, heißt das, glaube ich. Also das heißt ja, jeder Mensch ist ein Individuum oder sowas. Also irgendwie sowas heißt das. Ich kenne mich nicht so gut mit den Gesetzestexten aus. Die Menschenrechte meinst du? Vielleicht das. Okay. Und dann muss aber jedes Kind den gleichen Test schreiben. Das hat für mich nichts mit Individualität zu tun. Individualität bedeutet für mich, dass wirklich jeder für sich angeschaut wird und da halt wirklich, für was ist derjenige da oder diejenige, was ist die Aufgabe und halt da dann wirklich zu schauen, was sind die Talente, was macht dir Spaß, was möchtest du machen? Und dass das einfach mal der Grundstück ist für das, mit was man sich beschäftigt. Das gehört ja zum Lernen, das gehört auch zu diesen Werten, zu den Gemeinschaften, einfach weil ich glaube, dass Unlust oder keine Motivation und solche Sachen, dass das nicht natürlich ist. Ich glaube, dass eigentlich so aus dem, das gibt es natürlich mal eine Phase oder so, aber dass das eigentlich, dass wir motiviert sind oder das auch uns ausdrücken wollen, lernen wollen, das ist eigentlich das Normale. Und dass wir da einfach mit dem Thema, mit was eben für uns ansteht, mit was wir uns beschäftigen wollen, dass das einfach ganz individualistisch ist und dass das jeder einfach machen darf. Also das ist mal so dieses Grundding vom Lernen für mich und auch für uns Erwachsenen. Das ist bei mir ja genauso. Also ich finde halt die Musik geil und dann mache ich mit Musik was zum Beispiel. Und genau, also dieses, dann halt einfach, Darf also ich da ich. gleich nochmal ein bisschen einhaken? Ja, natürlich. Das ist jetzt eine provokante Frage. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn da jemand zuhört, ja, also jetzt geht um dieses Individuelle und dieses sich selber entfalten und so weiter. Und dann ist auch vielleicht keine tägliche Gemeinschaft da, wie so eine Schulklasse oder sowas. Da könnte ja nahe liegen die Vorstellung, ja, aber das wird ja alles sehr egoistisch und sehr unsozial. Also ich glaube, Unsozialität ist was, wo nicht menschlich ist. Eigentlich sind wir nicht unsozial. Das glaube ich nicht. Und egoistisch, ich bin der Meinung, dass dieses, du musst dein Ego klein machen und so, das Ego an sich, also dieses egoistisch sein, das ist was Wichtiges sogar. Also das ist jetzt auch sehr provokant, aber im Spirituellen, da wird oft gesagt, dieses Ego muss weg. Aber das Ego ist voll wichtig für uns selber auch. In einem gesunden Maß ist das Ego was Wichtiges, finde ich. Also dieses egoistisch sein heißt ja einfach nur, dass ich mich auch, für mich heißt es dass ich es mir auch wert bin, für mich einzustehen. Das heißt ja nicht, dass ich gegen jemanden gehe. Das heißt ja einfach nur mal, dass ich für mich da bin, dass ich für mich einstehe. So sehe ich egoistisch. Weil Ego, hat mir neulich jemand erklärt, Egoist ist ja dieses Ich. Das kommt aus irgendeiner Sprache. Also auf jeden Fall dieses Ich sein. Und das ist egoistisch für mich. Also egoistisch bedeutet für mich nicht, dass ich so irgendwie blöd zu den anderen bin, sondern dass ich einfach mal für mich bin, dass ich für mich einstehe. Und genau, und dann in Bezug auf nicht sozial oder so, dass es unsozial ist. Also trotzdem sind wir ja Menschen, die auch im, also Menschen wollen ja auch in Verbindung gehen. Und natürlich, also man ist mal für sich und dann will man aber auch wieder in Verbindung gehen. Und ich glaube nicht, also ich glaube, dass das möglich ist. Vielleicht ist es auch eine Traumvorstellung von mir, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn man umso mehr man in sich ruht oder gar nicht erst von sich weggedrängt wurde irgendwie durch irgendwelche, ja, Systeme oder Schulen oder was auch immer, umso mehr spürt man sich ja. Also ich sehe das zum Beispiel bei unserer Großen, die weiß ganz genau, jetzt ist Zeit für sie, Zeit für sich zu nehmen. Und dann nimmt die sich einfach raus und nimmt sich Zeit für sich. Und dann kommt sie aber wieder, oder auch wenn eine Freundin von ihr da ist, die waren jetzt
eine Woche oder noch länger, ganz viel beieinander, aber dann hat sie trotzdem mal kurz wieder Auszeiten währenddessen für sich genommen und dann ist sie wieder mit in Verbindung gegangen. Und das ist das für mich. Das ist dieses Egoistische, dann nimmt sie sich Zeit für sich und dann kommt sie aber wieder und ist wieder im Sozialen mit dabei. Und ich finde es voll gut, dass das so ist. Ja, und ich glaube, das kann wirklich gut funktionieren. Wenn man da, es ist halt einfach voll wichtig, auf sich selbst zu hören und wenn was ist, zu schauen, was macht es denn mit mir? Weil dieses auf die Schuld auf andere schieben oder so, das ist halt immer dieses Weg. Aber wenn du wirklich sagst, okay, was ist es mit mir? Manchmal sind es auch nicht meine Sachen, da fühle ich was, wo nicht meins ist, das geht mir genauso. Es ist auch okay. Aber immer zu schauen, was macht es mit mir? Und immer erstmal bei mir zu bleiben. Und dann geht es. Wenn das halt dann auch viele so sind, die das so machen, dann geht es, glaube ich, auch. Aber es ist immer ein Weg und immer ausprobieren und immer Entwicklung und so und ja. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das spürt man jetzt schon so schön, Manu, wenn du da so erzählst von wie ihr das machst und wie du darüber denkst und wie da dein Zugang ist. Man spürt das schon so sehr, dass du dich da ja auch gar nicht rausnimmst von diesem Lernen, ne? Also du lernst ja genauso immer noch und hast offensichtlich auch vor, das immer wieder und weiter und ewig wahrscheinlich zu machen, also in diesem Kontext. Das heißt, du bist älter, also korrigier mich, wenn ich es irgendwie jetzt falsch zusammenfasse, ja? Ja, Also mache ich sehe das jetzt mal so, du bist natürlich älter, hast mehr Erfahrungen, hast dich schon mit mehr Themen naturgemäß auseinandergesetzt und da deine Schlüsse gezogen, die aber immer auch nochmal offen sind für eine Verbesserung oder für neue Schlüsse oder neue Erkenntnisse. Und du hast jetzt nicht so diesen Zugang, dass du alles weißt und deswegen kannst du es deinem Kind vermitteln, sondern es ist auch für dich ein Dranbleiben, ein Lernen, ein immer wieder neu erfahren und ein immer wieder zurechtrücken auf die aktuelle Situation. Ja, Und voll. das ist es eigentlich, so wie ich das jetzt so wahrnehme, der Weg, den du da mit deinen Kindern auch gehst, ne? Und in Wahrheit ist es ja auch kann man ja auch sagen, ein wunderschönes Vorbild, mit diesem Lernen, weil du tust das. Na, du gibst jetzt nicht vor, du wüsstest es und du kannst es weitergeben und die anderen müssen es lernen oder Also die manchmal gebe ich das vor. Es ist ja nicht so, dass ich das immer kann. Also jetzt, ich will es nur greifbar machen. Es ist nicht so, dass ich das perfekt mache. Ja, ich mache da auch echt Fehler, was aber auch okay ist. Also ich bin da auch, wo ich auch immer denke, so ist es jetzt und dann ist es doch nicht so. Ne? Also nur, dass das greifbar ist. Wir sind da auch voll im Lernprozess und manchmal denke ich auch jetzt und dann ist es doch nicht so. Du und dein Mann, der Manu, wie geht's dem da damit? Ist der da voll dabei? Gibt es da einen von euch, der da immer eher das Zugpferd ist oder wechselt sich das ab? Oder gibt es da auch mal Konflikte, weil sie es anders seht und ihr es anders haben wollt? Also das ist ja auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, ne? Wenn wir da über Bildung und Lernen und Kinder sprechen. Wie machen es denn die Elternpartner? Ja, also das ist, ich war der Vorreiter in Bezug auf dieses Lernen, dass wir da wirklich uns überlegt haben, wie wollen wir das machen mit Schule und so. Und seitdem sind wir da wirklich so gleich. Also wir müssen da eigentlich nie diskutieren über irgendwas, außer wenn wir überlegen, ob es gerade so passt, wie wir es machen für uns, jetzt nicht wegen anderen, sondern für uns. Oder wenn halt was von außen kommt, wo uns dann zum Denken gibt, dann sprechen wir natürlich drüber und oder diskutieren wir drüber. Aber im Grunde sind wir da, also wir würden nie von dem Weg abgehen, dass wir das frei haben wollen, also dass wir das nach unseren Vorstellungen machen. Und unsere Vorstellungen sind da wirklich sehr, sehr gleich und das ist richtig, richtig gut. Da haben wir jetzt vor 2, 3 Tagen erst drüber gesprochen, dass das echt auch ein Geschenk ist, dass wir da so gleich denken, dass wir nie aneinander geraten in dem Bezug, weil wir da wirklich da voll auf einer Linie sind und das ist richtig cool. Das ist wirklich richtig cool. Und ich mag jetzt nochmal auf etwas zurückgreifen, weil es, was du am Anfang angesprochen hast, das hängt immer noch so in einer Schleife in meinem Kopf, wo ich einfach auch glaube, dass das einfach mehr Transparenz auch nochmal schön ist für unsere Zuschauer. Ich habe zwar schon ein bisschen gefragt in dieser Situation, wie habt ihr das wirtschaftlich gemacht, wie mit dem Geld zum Beispiel, und du hast dann gesagt, mittlerweile habt ihr mehrere Einkommensströme, passiv auch. Das ist auch schon wieder so schnell dahingesagt, ne? Also ist das zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel, weil das ist ja so ein,
Passive Einkommensströme, davon träumt eigentlich irgendwie ein jeder, ne? Jeder würde eigentlich ganz gern Geld einfach haben und das Geld für sich arbeiten lassen und nicht arbeiten gehen müssen, sondern das zu tun, was wir wollen. Und wie kommt man dann dazu? Ist das eigentlich vielleicht vergleichbar mit dem, wie sich Kinder vielleicht jetzt Mathematik oder Lesen und Schreiben aneignen, dass man sich selber auch auf diesen Weg macht und sagt, ich will das jetzt wissen. Es gibt offensichtlich Menschen, die das haben, einen passiven oder mehrere passive Einkommensströme. Ich mache mich jetzt selber auf diesen Entdeckungsweg, auf diesen Forscherweg, auf diesen Lernweg, um das herauszufinden, wie das geht. Genau, War also das das für ist euch so? dieses Passiv bedeutet ja nicht, dass du nicht aktiv was machst. Also, ne, das ist ja dann die Ernte, dass dann passiv was kommt. Aber es ist ein großes Feld vorausgegangen. Also wir haben gesagt, wir möchten, also wir haben damals unser Wohn, ich erzähle einfach, wie es bei uns war, oder? So, Ja, dass ne, man. ja. Wir haben im zwei, also letztes Jahr, also seit einem Jahr haben wir diese passiven Ströme und 3 Monate davor haben wir unser Wohnmobil verkauft. Und ich habe dann gesagt, ich kann ziemlich gut erschaffen und habe gesagt, wenn wir das Wohnmobil verkaufen, dann nehmen wir einen Teil von dem Geld und legen das so an, dass wir nichts mehr arbeiten müssen. Also es ist aber tatsächlich auch so, wie es ist, das sind die Grundsachen gedeckt, so heißt es. Also es ist jetzt nicht so, dass wir voll luxuriös leben. Es gibt auch einige, die das können. Das ist bei uns jetzt nicht so, noch nicht so. Und im Moment sind halt die Grundbedürfnisse gedeckt, wir können davon leben. Genau, und das haben wir dann halt einfach wirklich genommen, einen Teil von dem Geld, von dem Wohnmobilkauf und haben das angelegt, verkauft, Wohnmobilverkauf, haben das angelegt und dann ist es halt ziemlich schnell auch wieder zurückgeflossen. Das war jetzt damals was, wo das gibt es jetzt gar nichts mehr. Das ist auch sowas mit diesen passiven Strömen, dann gibt es Plattformen, dann gibt es sie vielleicht ganz, also nichts mehr. Manche sind auch Scam, also das bedeutet, da gibt es Geld rein, haben wir auch schon mitgemacht und dann ist das einfach weg gewesen. Das ist auch voll das Lernen. Du zahlst auch Lehrgeld, wenn du zum Beispiel, wenn einfach was weg ist plötzlich. Und das ist auch ein totales Reinkommen, ein Reinfühlen, was ist richtig. Wir haben Kurse dazu belegt. Also wir haben erstmal investiert in uns, in diese Kurse investiert, um da wirklich auch, ne, um uns weiterzubilden. Das ist nicht so, dass wir irgendwas machen, sondern wir machen das jetzt schon also halt mit einem Plan. Aber klar, das ist wie beim Lernen. Das ist auch einfach, das ist voll schönes Beispiel. Wir haben uns weitergebildet, ne? Und wir sagen halt weitergebildet, bei den Kindern sagt man, die lernen. Also es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Da ist was, das finde ich cool. Wie kann ich das machen? Und dann geht's halt los. Und dann schaut man, was so angeboten wird. Also es ist immer schön, wenn ich mich mit was beschäftigen möchte. Dann kommen meistens irgendwoher die Antworten schon, wo ich dann, ah, da ist der Kurs oder da kann ich das machen und so. Also es kommt dann immer so in mein Feld rein. Und dann, genau, und dann beschäftigen wir uns damit und dann sind so was halt jetzt bei uns, dann sind wir halt eingestiegen. Und das ist genauso wie bei den Kindern. Die Lucy, wenn sich mit was beschäftigt will, dann kommen da auch die Sachen, die dann, sie sagt zum Beispiel, das war ein Beispiel, Mann, muss ich sagen, jetzt ist jetzt ein falsches Thema, ich weiß, wir waren eigentlich gerade bei den passiven Strömen, aber nur so Nein, als nein, nein, es Beispiel. gibt kein falsches Thema. Okay. Das ist gut. Sie wollte unbedingt ein Pferd sehen und da haben wir noch woanders gewohnt, aber auch hier auf Zypern. Und es war halt Lockdown und da durften wir, also sollten wir nicht rausgehen und so, haben wir trotzdem gemacht, aber weil wir halt in den Feldern gelebt haben. Und dann waren wir draußen spazieren und dann rennt da ein freies Pferd. Also das ist so hinter einem Auto her. Also irgendwie ist da Auto mit einem freien Pferd hinterher dann irgendwie gefahren und das Pferd hinterher gerannt. Und das waren ein paar Sekunden, aber sie hat gesagt, ja, genau. Und das ist so das, wo ich gesagt habe, ja, krass, genau, das ist es. Die wollte unbedingt ein Pferd sehen. Und dann rennt da eins in den Feldern bei uns vorbei, wo wir spazieren gehen. Also so, wie das dann auch kommt, wenn man, ne, wenn man es möchte, wenn man sich mit beschäftigen möchte, da darf man auch echt so mit Einladungen arbeiten. Also wir müssen nicht immer alles dann suchen und gucken, wie, sondern auch sagen, wow, ich möchte jetzt, ist ja jetzt mal egal, ich möchte gerne ein Pferd sehen. Wie kann das für mich jetzt passieren? Also auch gerne eine Frage einfach stellen, dass die Frage dann, dass ich gar nicht selber die Antwort gleich finden muss, sondern dass ich einfach das aufmache und dann schauen wir mal, was kommt. Also das macht es auch so leichter, finde ich, wenn man nicht selber immer die Antworten suchen muss, sondern auch einfach mal geöffnet ist und schaut, ah ja, wie könnte ich denn jetzt hier ein Pferd sehen? Und dann ist vorbei. Ja, schönes Beispiel, echt schönes Beispiel, ja, spannend. Genau. Und wie geht es Genau. jetzt für euch weiter? Also wir sind 10 Tage noch auf Zypern. Was sind die weiteren Pläne? Also wir wollen jetzt nach Deutschland und da haben wir auch ein ganz tolles Projekt vor, weil
Ich finde es so schön, wenn in Deutschland, wir nennen es grüne Oase, wollen wir da aufbauen, mal auf einem Feld, wollen außen, also ich erzähle es jetzt kurz, weil ich das so schön finde, das Ja, Projekt, wollen bitte. außen Eichenbäume pflanzen, weil die können die Energien voll gut halten, die Eichen. Und dann wollen wir ganz alte Obstsorten innen reinpflanzen, also diese ganz alten Obstsorten noch, weil wir stehen so auf Permakultur und auf die alten Sorten von Gemüse und so, weil das für uns halt noch nicht so gezüchtet ist. Und wollen die innen reinpflanzen und dann wollen wir gern eine Jurte aufstellen und ein kleines Wasser, eine kleine Wasserstelle auch machen und einfach halt vor allem erstmal der Natur was zurückgeben, Blumenwiese für die Insekten und für alles und halt einfach dann einen Ort machen bei unserer Heimat eben, wo wir sagen immer, wo in alle Richtungen ausstrahlt, einfach dass das wie so eine kleine Oase ist, die halt wirklich eine schöne Energie versprüht dann in Deutschland und dass wir da auch sein können, wenn wir halt in Deutschland sind, weil wenn wir in Deutschland sind, dann sind wir meistens bei im Haßbergkreis, weil da kommen wir her, das ist so bei also Würzburg in Bayern, also Würzburg ist in Bayern und in der Gegend sind wir da dann und dass wir dann einen Platz haben und einfach der Platz soll aber auch wirklich so sein, wir können hin und wenn wir dann mal weg sind, mehrere Monate oder Jahre, dann wächst es einfach, weil es sind Bäume und wenn wir dort sind, wollen wir auch nach Permakultur dann anpflanzen und so. Aber einfach da so eine Oase zu machen und ich finde es so schön, den Gedanken, dass in Deutschland da was ist, wo so überall hinstrahlt und wo die Tiere hinkommen können, wo dann nichts passiert denen und so. Und also das finde ich so schön. Und genau, das ist so ein Projekt, das ich machen möchte. Ich möchte ein Musikalbum auch aufnehmen, weil mein Bruder hat ein Tonstudio. Und das sind so die Projekte, die wir jetzt in Deutschland machen wollen. Und wir wollen uns wieder ein Wohnmobil kaufen. Jetzt neulich haben wir sie verkauft. Jetzt wollen wir uns wieder eins kaufen. Und wollen dann, wir wissen noch nicht wohin, aber wir wollen halt dann in den kalten Monaten wollen wir irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Und aber nicht im Wohnmobil leben, sondern uns dann dort halt einfach Ferienhäuser oder so dann nehmen, je nachdem, wo wir halt dann sind. Oder halt Freunde besuchen oder Gemeinschaften anfangen oder so. Das ist aber alles noch sehr offen. Also fest steht, wir gehen nach Deutschland. Man darf ja 2 mal 3 Monate in Deutschland sein, wenn man Tourist ist, wenn man dort nicht gemeldet ist. Und die andere Zeit sind wir dann irgendwo unterwegs. Das ist aber alles echt noch sehr offen. Ja, spannend. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Und auch wieder sehr lehrreich, sehr forscherreich, sehr abenteuerreich, ne? Ja. So stelle ich es mir zumindest vor. Also auch Ja. da wieder viele, viele Ansätze, wo nicht nur ihr selber, sondern auch eure Kids wahrscheinlich auch viel lernen können, nehme ich mal an. Ja, und das, diese Oase, die wollen wir auch generell so machen. Wer da kommen möchte, auch Seminare machen möchte oder so, voll gern. Also es ist einfach so, ich habe auch so diese Vision, so richtige Heilplätze zu schaffen, wo dann wirklich aber Häuser heil, also so wie so ein großes Haus in der Mitte, außenrum dann kleine Häuser, wo man drin wohnen kann oder leben kann, je nachdem, ob man halt nur mal kommt oder ganz dort leben möchte. Aber das ist für mich gerade noch nicht so greifbar und diese grüne Oase, die ist so greifbar, weil es ist so, es ist für mich gerade umsetzbar, weil da weiß ich, das kann ich in Deutschland machen, weil wo ich diese Heilsender machen möchte, das weiß ich noch nicht. Aber diese grüne Oase, dann können wir das sein, dann können da andere sein und mit Heilkräutern da machen und also wenn so abseits vom Dorf soll das halt auch sein, dass es eher so in der Natur ist und ja, das ist so schön. Ich freue mich da drauf. Ja, wow. Ja, da musst du mir zumindest persönlich jedenfalls dann mal ein Update geben Ja, und mich das machen wissen lassen, wenn das umgesetzt wurde oder wenn ihr mittendrin seid oder so. Da freue ich wir. mich Ja. auch darauf, das zu wissen. Voll gern. Ja, danke, Manu, für dieses inspirierende Gespräch, für deine sprudelnde Energie, die du da mitbringst. Und für alle, die es auch jetzt erst zu spät zugeschaltet haben oder so weiter, oder auch vielleicht andere Freilerner-Talks noch sehen wollen, das ist jetzt, glaube ich, 35, 36, irgendwie so. Die gibt es alle in meinem Instagram-Feed zu sehen. Also, das sind diese grafischen Kacheln, wo immer irgendwie ein paar Worte draufstehen. Aber auch, ich werde auch dieses jetzt dann auch bald in den nächsten Tagen auf YouTube laden. Genau, und da bitte, liebe Manu, schick mir auch noch deine Links, alles, was du da von dir preisgeben magst, wo man dich Okay. kontaktieren kann, wo man was von dir hören und sehen kann. Die stelle ich dann auch auf YouTube, Super. in die Infobox. Genau. Vielen Danke Dank, für das. Irene. Es war so schön, dass du mich Ja. eingeladen hast. Voll schön. Vielen Dank, dass ich da heute dabei sein konnte. Ja, voll schön, da wieder mal einzuchecken mit dir und mit euch und dich wieder mal zu spüren und zu sehen. Dankeschön. Und danke auch Danke. fürs Zuschauen. Alles Ja. Liebe. Schönen Tag.
Ciao.